So, neuer Stadionvlog. Nee, ist doch schon vorbei. Heute wird die beste Pizza aus Deutschland probiert. Und heute probieren wir mal das Ganze. Komplett vergessen zu sagen, wie die heißt. Pizzeria Zulu. Eine Terrasse haben sie auch. Ich warte nur noch auf Marcel, aber der ist schon wieder überpünktlich. Also Marcel hat die Pizza schon mal probiert, ne? Ja, probiert, aber noch nie drin gesessen und gegessen. Also wir sitzen gerade drin. Weiß nicht, was ich nehmen soll. Also ganz Standard würde ich sagen, am Margarita. Margarita, aber wo ist die Margarita? Ah, da. 11,50. Welcher Mensch, wenn der eine Cola mit einem Glas bekommt, schenkt sich was ein? Dann kannst du besser trinken, weißt du? Ja, aber die schmeckt im Glas tausendmal besser. Ach so, das ist Ding. Hartplastik, ne? Das ist außer mich. Für mich eine klassische Wander. Wir warten jetzt auf die Pizza. Ja. Pizza. Ja. Ja. Dankeschön. Danke. Entschuldigung. Die müssen wir selber schneiden. Wieder bei Mr. Lee. So gerne jetzt einfach nehmen mit der Hand. Dankeschön. Schön fluffig. Zack, schau, wie schön weich die ist. Boah, die riecht. Boah, echt geil. Lieb, oder? Einzige Pizza, wo ich den Rand esse. Ja. Weißt du, wie schnell die im Ofen war? Digga, 90 Sekunden. So heiß da drin. Schau, wie die tropft. Also nimmst du das so und tust es oben drauf. Ja, schau. Top 10 Europa. Hier in Fürth. Extrem weich. Schau, was die einfach aus einem Hotel machen. Sogar da oben sind sie zu Plätze. Siehst du das? Ja, weißt du, wie der Freddy diese Pizza isst? Ich kann es mir so gut vorstellen. Durch Nase ziehen. Schau doch mal den Rand an, wie fett der ist, Alter. Boah. Auch mal hier Pizza Fritta essen, also frittierte. Die ist so gefüllt mit allem, zusammengeklappt und frittiert. Ja. Mit einem Blättchen. Blättchen. Dieses Kleeblatt. Weißt du, man hat so viel Pizza gegessen, dann kommt man hierher und denkt sich so, man isst das erste Mal so. Ich war hier viermal. Hä? Könnte noch 40 Mal kommen. Wie bekommen die aber das hier so rein? Das ist, weil sie nicht so lang drin ist. Geil. Die machen, drauf, rein. Ich glaube, nicht mal 90 Sekunden, ich glaube 60. Eine Minute drin, drehen sie so ein bisschen und zack, raus. Das alles Entscheidende ist der Teig. Wie der gemacht wird. Das ist der Stück, Alter. Ja, das ist alles der Teig. Der macht alles. Die lassen ja den hier Teig irgendwie 3 Tage oder sowas ruhen und so. Die behandeln Teig besser als ich, mein Freund. Digga! Also ich muss euch kurz was zeigen, aber das ist nicht das. Oh, hier ist sogar eine Terrasse, stimmt. Die schön. Zu, weil es regnet. Aber jetzt kommt der, unser Highlight. Diego Armin. Wie heißt der? Ja, aber der hat doch so drei Namen. Armin.
Maradona. Noch eine Custom Coach? Ist das ehemalige Schwarze Kreuz, was aufgekauft wurde von dem krassen Motherfucker, der so viel Geld hat, der könnte Fürth kaufen. Und hier ist direkt die schönste Straße, die es gibt. Unser Rathaus. Also, was machen wir? Wir haben uns entschieden, wir fahren jetzt nach Nürnberg. Zu der besten Pizza. Nürnbergs. Ja. Wir sehen uns in 2 Monaten wieder. So, ich weiß nicht, wo du uns hingebracht hast, ne, aber... Irgendwo sind wir. Ist auf jeden Fall Teil Nürnberg, ne? Und das soll die beste aus Nürnberg sein, oder? Laut den Kommentaren, ja. Bewertungen. Ich bin gespannt. Also Marcel, ja, wo hast du uns hingebracht? Also Leute, wenn die besser ist als die aus Fürth... Zulu ist, glaube ich, toppt es nicht. Also meine Lieblingspizza ist dann immer... Oh cool, die gibt's einfach gar nicht. Jawohl. Ich bin einfach irgendwo hingezeigt. Ja, aber zufällig. Bin einfach stehen. Digga, krass. Ja, okay, die gibt's doch. Fungi, fresh. Also drinnen war es zu voll, wir essen jetzt einfach am Auto. Am Auto. So, diesmal keine Margarita, sondern eine Fungi. Vom Aussehen her muss ich echt sagen, überzeugt mich nicht so. Also ich finde, es riecht gut. Ja, es riecht gut. Es riecht... Nee. Der schaut ein bisschen aus wie so ein kleines Gehirn. Das isst du jetzt. Ja, auseinander hat er die genommen. Kann ja passieren. Streik oder was? So. Probieren wir mal, ne? Digga, meins zerreißt überall. Gar nicht so schnell. Echt? Also, ganz klar Zulu gewonnen, ne? Aber ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Schmeckt halt nicht wie diese 0815 Pizzen, muss ich sagen. Also ich muss ehrlich sagen, die schmeckt 1000-mal besser als Zulu. Jetzt kommt Dude. Jo. Spaß. Wenn das Geld nicht passt, ne, da kann man die schon essen. Das hier stopfen wir uns jetzt rein. Ich mach das jetzt einfach. Das hat noch so geklatscht. Alter. Lisa, wenn du das siehst, die nächste Waschanlage geht auf mich. Aber ich schwör, schmeckt gut. Schmeckt gut. Echt nicht schlecht. Schwör. Kennt ihr die Leute, die keinen Champignons essen? Seite mit den Leuten, die keinen Champignon essen. Oh. Beste. Oh. Jetzt hast du was losgelassen. Boah. Also Leute. Leute, wir sind keine Profis. Wir haben das zum ersten Mal gemacht. Pizza Zulu für mich war eine komplette 10, war... Wie soll ich denn das bewerten? Ja, es war einfach anders, Digga. Also, ich meine, die in Nürnberg hatte nie eine Chance. Die beste Pizza in unserer Stadt ist halt die beste Pizza Europas. Oder einer der besten Europas, also... Wollte Nürnberg eine Chance geben, sag das mal so. Aber die Pizza war nicht schlecht. Die Pizza war nicht schlecht. Also die in Nürnberg war echt nicht schlecht. Also das hier war eine 5 für mich. Eine 5? Ja. Also ich muss auch sagen, so eine 5. 5 bis maximal 6. So wie bei uns. Ich glaube, die 10. Wenn ihr wollt, dass wir noch mehr Videos davon machen, könnt ihr uns gerne sagen, was wir probieren sollen. Wie gesagt, wir haben das zum ersten Mal gemacht. Liken, kommentieren und sehr wichtig, abonnieren. Kostet nichts. Und schmeckt.